Wie du schon gesagt hast, also in deinen Vorträgen und dem, was du machst im Beruf, du bist Vorbild für Menschen in ähnlicher Situation und kannst ihnen natürlich deutlich besser helfen, als es jeder Arzt kann, selbst wenn er das beste Wissen über die medizinische, über die Diagnose hat und über das, was das auch bedeutet. Aber du hast es einfach erlebt an deinem eigenen Körper, vielleicht nicht ganz genauso wie jeder Patient, aber du hast zumindest so etwas erlebt. Und kannst da natürlich den Leuten helfen, ihre Situation als weniger aussichtslos zu empfinden. Ganz klar. Hast du denn das Gefühl, dass also Menschen ohne Handicap das überhaupt nachvollziehen können? Also was für eine harte Arbeit das überhaupt ist, wirklich seinen Körper, dem quasi wieder alles zu entlocken, was er einem maximal hergeben kann an Bewegung, und das hinzubekommen, also sowohl seelisch als auch körperlich? Glaube ich nicht. Muss er aber. Glaubst du nämlich auch nicht. Nee. Muss er auch nicht. Weil, nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Ich glaube, ein Amateursportler kann nur im Ansatz nachvollziehen, was ein Hochleistungssportler wirklich macht. Mhm. Und genauso ist es ein, ich sage jetzt mal, Sesselpupser, Kartoffelmensch, der irgendwie auf dem Sofa Kartoffel spielt, kann auch nicht wirklich eins zu eins nachvollziehen, was es heißt, Teilnehmer bei den Olympischen oder Paralympischen Spielen zu sein. Ja. Das ist ja dieses Faszinosum, dieser Erfolg. Da wollen ja alle von partizipieren. Und immer wieder wird man gefragt, wie kommen Sie dahin? Was haben Sie, was andere nicht haben? Und das ist etwas ganz Individuelles, was ganz Persönliches. Sei es, es ist mein Kampfesgeist, sei es, es ist meine masochistische Ader. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber es ist etwas, was andere nicht nachvollziehen können, was andere einfach auch nicht haben. Ob das genetisch bedingt ist, wie auch immer, durch Lebenserfahrung hervorgerufen wird, ich weiß es nicht, aber es bleibt ein Faszinosum. Und das ist auch gut so, weil das macht es ja so elitär. Ja. Und das macht es ja auch so besonders. Und aber das bedeutet auch, also gerade wenn wir jetzt so an unsere jungen Footballspieler denken, die ja im Moment quasi alle nur im Hobby, im Amateursport tätig sind, wenn sich da der eine oder andere, das gibt es ja immer wieder Jungs, die dann denken, so, ach, ich würde eigentlich gerne im College spielen oder sogar, ich möchte in der NFL spielen, also so richtig Profi. Eine Sache ist ja nun ganz klar, es ist auf jeden Fall immer ganz harte Arbeit. Und es hat immer mit ganz viel Schweiß, mit ganz viel Schmerz und Tränen und Verzicht zu tun. Und auch viel Spaß. Genau, aber mir ist nur wichtig, die Jungs sehen nur den Spaß. Also die Jungs denken alle nur, oh, das ist ganz toll, wenn ich in der NFL spiele. Aber was muss ich dafür tun? Das ist einfach exorbitant mehr, als ich in meinem Hobbysport mache. Ja. Also auch das ist etwas, was meine Eltern mir mitgegeben haben. Wenn es weh tut, weitermachen, ist etwas, wo meistens sich die Spreu vom Weizen trennt. Mhm. Und wenn du weitermachst, dann bist du schon mal elitär. Ja, okay. Und immer ein bisschen mehr als andere machen. Mhm. So, und sich selbst zu fokussieren, zu vergleichen mit anderen kann helfen, aber nicht immer, bei weitem nicht immer. Und vor allen Dingen im paralympischen Sport nicht, weil einfach jede Behinderung sehr individuell ist und jeder Mensch schon mal sehr individuell ist. Aber ich glaube auch ansonsten, es ist gut, wenn man gerade beim Mannschaftssport miteinander erlebt, Spaß, Niederlage, Erfolg, was auch immer. Ja. Aber trotzdem sollte man so ein bisschen bei sich bleiben, bei seinem Fokus. Was kann ich, was habe ich für Talente, wo bin ich besonders gut zu gebrauchen in diesem Spielgefüge? Ja. Und wenn ich nun mal ein Verteidiger bin, dann bin ich kein Stürmer und kein Libero. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau Bescheid bei American Football, was da eben ist auch nicht so wichtig. Es trifft ja auf jeden dann Sport zu. Aber ist das so. Ja, und wenn eine Nummer schneller aus dem Quark kommt als ich, Sprinter ist und ich nicht, ich dafür aber vielleicht härter im Nehmen bin, beim Tackeln oder was weiß ich, war das richtig? War das richtig? Ja, ist auch richtig. Dann ist das so. So. Ich kann für mich einfach nur an die 100% kommen. Aber das im Gefüge ist, glaube ich, eher ein Automatismus. Ja. Aber an mir arbeiten und für mich okay sein, das ist schon mal eine Grundvoraussetzung dafür, dass es in der Mannschaft auch läuft. Klar. Und heute vergleichen sich die Kids ja noch mal mehr immer mit dem Perfekten. Also auch Menschen, die gar nichts mit dem Schwimmsport zu tun haben, die wissen, wer Michael Phelps ist. Ja. Die Älteren wissen, wer Marc Spitz ist. Ja, ja, klar. Am null was mit Schwimmen zu tun, aber sie wissen es, weil die einfach exorbitant erfolgreich waren. Ja. So. Wenn man mich jetzt vergleicht mit einer Franziska van Almsick oder einer Britta Steffen, und wir schwimmen zusammen, kann ich nicht so schnell schwimmen wie die. Das ist nun mal normal. Aber Frau Oma Erna auf dem roten Sofa zu Hause, die denkt sich, nur die Kirsten, die kann ja nichts. Weil sie einfach nicht relativieren kann. Klar. Ja, immer nur mit dem Besten vergleichen. Und da müssen wir von weg. Ja. Wir müssen mit uns irgendwie klarkommen
Und das ist schon genug. Ja, und auch Arbeit. Also wirklich seine eigene Steigerung, seine eigene Verbesserung, seinen Weg irgendwie finden und daran arbeiten. Genau. Ist ja immer das Wichtigste, das stimmt. So, in deinem normalen, zivilen Leben sozusagen, wie begegnen dir eigentlich Fußgänger, würdest du, glaube ich, sagen? Ich glaube, es ist häufig zu beobachten, dass Menschen eben ohne Handicap relativ, also unsicher sind im Umgang mit Menschen mit Handicap, gerade eben Rollstuhlfahrern. Also haben wir vorhin schon kurz gehabt, weniger die Kinder, mehr die Erwachsenen. Gibt es da Dinge, die dir häufig begegnen und die du gerne mal ausräumen würdest, wo du gerne mal sagen würdest, lass das doch oder mach das anders? Ja, es ist ein Phänomen, dass dieses Helfer-Syndrom ganz schnell durchkommt. Mhm. Kann ich Ihnen helfen? Und manchmal gar nicht und sehr oft eigentlich nicht auf die Antwort gewartet wird, sondern sie einfach zugreifen. In meinem Fall dann hinten die Griffe und mich schieben. Dreh ich durch. Verstehe ich. Und auch die Antwort Nein zu akzeptieren und nicht als Beleidigung zu nehmen oder so. Nein, sie haben mich gefragt, ob sie mir helfen können und ich sage Nein, danke. Und dann ist das Thema durch. Da sind die dann auch noch fischig. Und nach dem Motto, was ist mit der? Einfach, weil sie auch nicht verstehen, was diese Frage vielleicht auch bei mir auslöst. Ja, ne? So, dass ich einfach hilfebedürftig aussehe und das möchte ich nicht. Nee. Ich möchte ganz normal und autark rüberkommen, selbstbestimmt. Und diese Frage, kann ich helfen? Die ich immer noch so. Ich weiß, es ist nett gemeint und ich antworte auch nett, aber im Stillen denke ich mir immer, Alter, jetzt bist du 5 Minuten hier, du sitzt in deinem Kofferraum und du weißt ganz genau, was du machen willst und fragen dich mindestens 4 Leute, ob sie dir helfen können. Ja, jetzt sagen wieder andere, sei doch froh, dass sie so hilfebedürftig sind. Ja, ist ja auch richtig. Aber man muss, glaube ich, auch verstehen, dass wir Menschen mit Handicap lernen müssen zu fragen, wenn wir Hilfe brauchen. So, und das tue ich einfach. Sei es im Supermarkt, wenn ich irgendwo nicht ankomme. Manchmal frage ich auch nicht, weil ich einen schlechten Tag habe. Einfach so klein, kurzgewachsene Menschen auch, genau. Es ist gerade bei diesen Sojaprodukten und Ziegenkäse so, die sind immer ganz oben. Können wir mal ändern, liebe Supermarktmacher. Genau. Aber ich glaube zu verstehen, dass jeder für sich irgendwie da auch gefordert ist, dann um Hilfe zu bitten. Das muss auch verstanden werden. Ja. So. Mein Vater wird 82, der dreht heute noch durch, wenn er vorne sitzen bleiben soll im Auto und ich nach hinten gehe und den Rolli raus will. Dann denkt er immer, die denken alle, ich bin Rahmenvater. Ich sage, aber lass sie denken, was sie wollen. Genau. Das ist mein Ablauf, das ist mein Leben. Ja. Ich sage, du kannst sitzen bleiben, bis ich fertig bin und gut. Ja. Ich glaube, das versteht er nie wirklich. Das ist nun mal die Generation. Ja. Aber ich denke, die anderen Generationen können da schon ein bisschen was lernen und mitnehmen. Genau, aber deswegen muss es einfach mehr auch im normalen Bild sein. Es muss für die Menschen einfach normaler sein, dass Leute mit Handicap auch im Rolli zum Beispiel durch die Gegend fahren. Und ich glaube, dann wird es vielleicht auch, können die Leute sich irgendwann vielleicht besser darauf einstellen. Auch das sind Sachen, die wir machen, dass wir also auch Selbsterlebnisse durchführen, sodass dann ein Tag im Rollstuhl gesessen wird und in der Stadt und überall öffentliche Verkehrsmittel. Viel Spaß, Das ist für alle ein sehr prägendes Erlebnis, weil sie wirklich dann einfach auch nachvollziehen können, was es heißt. Ja. Es reicht ja schon, dass wenn du in einer Tram bist, hier in Berlin, du hast ja immer die Gürtelschnallen vor Augen, ist auch nicht so schön. Nee, das stimmt. Nur 20% der Rollstuhlfahrer sind weiblich. Fand ich auch sehr interessant bei der Recherche. Das heißt, als Rollstuhlfahrerin ist man sozusagen Minderheit in der Minderheit. Also, ist ja so. Ne? Mich interessiert das sehr aus weiblicher Sicht, weil in den letzten Jahren ist das Thema Sexismus ja auch sehr in die öffentliche Diskussion gekommen, was ich auch gut finde, weil tatsächlich als Frau, also jede Frau kann was dazu sagen, jede Frau ist eigentlich ständig von Sexismus betroffen. Aber mich hat jetzt mal interessiert, ist das für dich auch so oder fühlst du das auch häufiger, dass du mit Sexismus dich auseinandersetzen musst? Oder wird das bei dir, dadurch, dass du als Rollstuhlfahrerin unterwegs bist, sozusagen von dieser größeren Problematik der Menschen überlagert, Mensch mit Handicap? Ja, ich glaube, das kommt dem sehr nah, weil man ist ja auch der Meinung, dass Querschnitt gleich bedeutet, dass man nichts mehr unterhalb des Bauchnabels spürt. Mhm. Auch das ist ja nicht richtig. Da ist ja jeder Querschnitt anders. Ich bin auch noch ein inkompletter Querschnitt, das ist nochmal anders.
Aber ich denke schon, dass da so ein bisschen einhergeht, so nach dem Motto, die ist ja, sieht zwar aus wie eine Frau, aber sie ist nicht wirklich mehr eine Frau. Also wirst du oftmals gar nicht mehr quasi als Frau wahrgenommen oder fühlst nicht, dich doch nicht schon, so wahrgenommen aber also unbedingt? Ich kann jetzt... Nein, du guckst nicht in die Leute rein, aber das ist mir klar. Aber ja, mir wird auch gesagt, dass ich eine attraktive Frau bin und ich habe auch nicht das Gefühl, dass Männer mich jetzt weniger angucken als Fußgängerfrauen oder sowas. Aber ich bin einfach... Ich bin kein Beuteschema für den normalen Mann. Okay. So, hab halt keine High Heels an, kein Minirock und wackel nicht mit dem Hintern. Das ist, glaube ich, schon auch eine Assoziation zu Anfeindungen oder sexistischen Andeutungen oder sowas. Das ist meine Interpretation und meine Wahrnehmung, weil der Mann braucht ja schon Signal. Sexy Signal. Würde ich nicht bestätigen können. Gut. Also ich bin viel in Turnschuhen und so unterwegs. Ja, guck mal, ich bin viel im Badeanzug. Das bedeutet gar nichts. Vielleicht ist einfach die Klientel im Schwimmbad eine andere. Vielleicht ist das der Punkt. Keine weiß Ahnung. Nicht, aber oder vielleicht du bist im Badeanzug ja nicht auf der Straße unterwegs. Also insofern. Nein. Also, normalerweise nicht, nehme ich an. Das möchte ich auch lieber mit dem Mut. Nee, also ich kann das teils nachvollziehen, aber auf der anderen Seite, und jetzt kriege ich wahrscheinlich da die Feinde schlechthin oder mach mir Feinde. Man muss ehrlich gesagt auch mal gucken, wie die Mode ist. Und bei einigen Sachen muss ich ganz ehrlich sagen, holla hütti. Klar, das ist auch nicht nötig. Na, ja, das, so. Ist klar. Das ist nun mal das, was das männliche Hormon, das männliche Gen irgendwie auf Error stellt. Und dann ist das Hirn auf einmal unten und nicht mehr oben. Ja. Ja, aber um Gottes Willen, ich möchte sowas nicht erleben und ich beneide auch niemanden, der sowas erlebt hat. Kann nur sagen, dass da vielleicht so ein Rollstuhlfahrer eher nicht das Beuteschema ist. Okay. Und ich hoffe, ich bringe jetzt niemanden auf dumme Gedanken. Nee, das wollen wir nicht hoffen.